Hi Leute, was geht ab? Hier spricht euer Random Life und wir sind gerade ein bisschen im Wald spazieren. Wir sind mitten in Polen und ja, wie es anders sein kann, haben wir wieder Relikte entdeckt und nach einer kurzen Recherche haben wir festgestellt, dass das die alten Dynamitanlagen von Alfred Nobel waren, ja, oder sind immer noch, ne? Aber jetzt sind es natürlich mittlerweile Ruinen. Und ja, wir haben unseren Terminplan ein bisschen über Bord geworfen und werden jetzt erstmal in den nächsten Stunden hier in diesem Waldgebiet 6x7 Kilometer ungefähr erkunden und hoffentlich werden wir noch die Relikte der Sprengstofffabrik für euch entdecken. Ich zeige euch mal, was wir hier schon sehen. Wie ihr wisst, bin ich mit dem Alessandro die Tour unterwegs und ja, hier im gesamten Waldgebiet finden wir noch die Relikte dieser alten Sprengstofffabrik. Ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Aber der ganze Wald ist voll. Hier vorne seht ihr Ruinen. Das scheinen noch alte Laufgräben zu sein. Tatsächlich, das könnten noch alte Laufgräben sein. Wobei, die waren immer zickzackförmig angeordnet und die sind schnurstracks geradeaus. Frag mich aber, was es dann sonst sein könnte. Ja. Ja, du hast recht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal direkt zur Fabrik. Das haben wir gerade sondiert und zwei Wanderer sind hier. Die haben uns gerade gesagt, wir müssen schnurstracks dorthin laufen. Aber ihr kennt das ja. Wenn man Beton im Wald sieht, dann wird man erstmal neugierig. Genau. Ein riesiger Berg, 25, 30 Meter hoch ungefähr und da oben sehen wir Betonfundamente, aber ganz merkwürdig sehen die aus und schaut mal die alte Straße, noch aus den 1930ern, so wurden damals Straßen gebaut, quasi waren die Platten, wurden gegossen und immer quasi in Teilstücke unterteilt und dann wurden die mit Bitumen ausgegossen. Ja, bis auf das einige geplatzt sind, kann man da heute noch drauf fahren. Das waren keine Panzerstraßen, weil hier nur Material hin und her gebracht wurde. Aber schaut euch mal das Ding an. Ich hoffe, dass ich euch jetzt oben links einmal sagen kann, was das ist. Ich würde sagen, so von der Bauart könnte das Munitionsmagazin sein. Würde ja auch passen mit der Straße. Da hinten ist die Hauptstraße und hier wird das dann entweder angeliefert oder abgeliefert. Und wir gehen direkt mal hin, würde ich sagen. Meine Freunde, wir haben recherchiert, es ist das Magazin. Und hier finden wir auch eine Beschriftung. Kombinat DAG Alfred Nobel. Objekt, naja, okay, polnisch versuche ich mich jetzt gar nicht. Die Gebäude waren ganz oder teilweise von Erdarbeiten umgeben, die vor dem Aufprall einer Explosionswelle von außen schützen oder die Explosionswelle im Inneren unterdrücken sollten. Ihre charakteristische Merkmal war ein massives Stahlbetonskelett und leichte Ausblasswände im Falle einer Explosion sollte das Ziegelschott zerbröckeln und aus dem Objekt geworfen werden. Die gefährlichen Halbfabrikate wurden in riesigen Stahlbetonzylindern mit einer Höhe von mehreren Etagen gelagert. Die Wände waren 1 bis 2 Meter dick und mit zusätzlichen Innenrippen und Außenpfeilern verstärkt, während die Leichendächer aus Planken bestanden. 3 solcher Zylinder, die offenbar für den Betrieb mit Nitroglycerin und Nitrocellulose bestimmt waren, wurden zusätzlich mit Erde besprüht. Die Verwendung von Silos ist immer noch ein Rätsel. Verschiedene Quellen geben unterschiedliche Verwendungswerte von Silos an. Einige sagen, dass diese Behälter mit Schwefelsäure und Salzsäure gefüllt waren, während andere dazu benutzt wurden, brennbare Flüssigkeiten zu lagern. So, Leute. Und wir erkunden das Objekt wieder auf unsere Weise, würde ich sagen.
sagen, ne? So, ich muss mal versuchen, an meine Taschenlampe hinten dran zu kommen, weil die werden wir gleich benötigen. Ja, so, also das scheint ein Maschinensockel gewesen zu sein. Und dann gehen wir mal direkt hoch. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben nämlich heute noch andere spannende Dinge vor. Und für meine 3% Mädels gibt es jetzt einen schönen Popo zu sehen. Eine Entenpopo. So, und Männer, ihr könnt jetzt wieder einschalten, der ist weg. So, da seht ihr die Bauweise von diesem Silo. Ich muss ja jetzt erstmal mein Video machen, das ist wichtiger. Du kannst aber gerne live gehen, wenn du möchtest. So, schaut euch das mal an. Also hier scheint es so Sollbruchstellen gegeben zu haben. Da. Und diese Abstützschweller. Servus! So, andere YouTuber haben uns gerade gegrüßt. Ich brauche auf jeden Fall noch ein T-Shirt, dass man mich erkennt. So. Gut anstrengend. Also das ist die Erde hier, wovon er gerade gesprochen hat. Die waren angefüllt mit diesem relativ losen Erdreich. Interessant, oder? Oh. Leute, seid gespannt. Nicht dein Ernst! Alter! Das sind locker doch 20 Meter, oder? Hast du Angst? Ich aber. Du weißt, was ich habe. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst, Leute. Oh mein Gott, ey. Hoffentlich hält das. Du weißt schon, dass das dieses Wellblech da ist. Ja, geh weg. Komm mir nicht her. Geh weg. Geh weg. Ich mag das nicht, wenn einer hinter mir ist bei solchen Höhen. Okay. Also der Jörg, den ihr sehr gut kennt, er packt gerade seine Drohne aus. Er hat eine wunderschöne Drohne, damit werden wir hier ganz tolle Aufnahmen machen bezüglich der Höhe, damit ihr natürlich dieses super Bauwerk, was natürlich als Lagerraum für Explosivstoffe verwendet wurde. Und deswegen dieser Lagerraum. Also, Alfred Nobel hat das Nitroglycerin erfunden und diese Fabrik wurde natürlich nach dem Erfinder benannt und hier wurden natürlich hochgefährliche Stoffe gelagert und das sind Lagerräume. Damals gab es natürlich noch nicht diese Öffnung, die war überdacht, aber natürlich im Laufe der Zeit ist das alles eingestürzt und wurde auch teils abgerissen. Und der Jörgi lässt jetzt seine Drohne fliegen, damit wir einen ganz tollen Ausblick, was ihr jetzt auch gleich sehen werdet, von oben über dieses tolle Bauwerk haben. So, da sehen wir das Kind im Manne. Unsere Schlachtfeldbegehung on board. Dann gucken wir mal. Also, ich hoffe, dieser kleine Eindruck von den Silos hat euch schon gefallen. Wir gehen jetzt zur großen Halle. Was genau da montiert oder gemischt wurde, das wissen wir noch nicht. Wir werden aber auf jeden Fall den Weg nutzen. Wir haben jetzt ungefähr 1 Kilometer und werden die Zeit nutzen, um mal ein bisschen zu recherchieren, wofür die große Halle war. Und das Interessante, wirklich Interessante ist, im gesamten Waldgebiet hier finden sich Gruben, die ausgehoben wurden und kleine Wälle. Da auch schon wieder. Und
bevor wir uns noch mal verabschieden, beziehungsweise wir uns gleich wiedersehen, da vorne seht ihr noch mal die großen Silos. Und hier ist auch ein großer Silo. Let's go! Leute, ich glaube, wir haben die Halle gefunden. Der Alessandro hat gerade schon mit der Kamera drauf gehalten. Und ihr seht es da vorne zwischen den Bäumen, sehen wir das alte Gebäude. Ich würde sagen, es sind 3 Etagen und ich würde sagen, let's go! Haben die Anlage gefunden. Das ist die große Halle. Ich hätte wirklich eigentlich mit einer Halle gerechnet, aber es ist eher ein mehrgeschossiges Gebäude. Let's go. Gehen natürlich wieder jedes Risiko ein und gehen hier eine ungesicherte Treppe hoch. Aber wenn man euren Kommentaren Glauben schenken darf, ist das deutsche Wertarbeit. Und ich vertraue dem jetzt mein Leben an. So, erste Etage. Mit Durchbrüchen nach oben. Der Alessandro ist für uns gerade der Größenvergleich. Passt schön auf die Löcher im Boden auf, ne? Hier zum Beispiel. Ja, genau, dieses Loch. Hohoho! Weg, weg, hinter mir weg! Ihr wisst, der aufmerksame Zuschauer weiß ja, dass ich Höhenangst habe. Und für mich ist das hier schon wieder Grenze. Also ich könnte mir vorstellen, hier waren Behälter drin, quasi Stahlzylinder. Und dann wurden hier, das sind wahrscheinlich Betonfundamente für Maschinen. Und schaut mal, die gingen sogar nach oben. Das könnte eventuell die Mischereinheit hier gewesen sein. Hier wurde höchstwahrscheinlich dann der Sprengstoff gemischt. Klassisch Sprengstoff oder TNT oder Schwarzpulver. Komm, mach mal Schwarzpulver. Besteht ja aus Kohle, Schwefel und... Kohle, Schwefel und... Jetzt fällt es mir nicht ein. Wieder Fail. Okay. Ich schreibe es einfach in die Kommentare rechts oben. Wow. Ihr wisst ja, wenn man nicht mit Wissen glänzen kann, sollte man das lassen. Wir konzentrieren uns dann hier lieber auf die imposanten Bilder von dieser Anlage. Gehen wir noch nach ganz oben. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, während des Zweiten Weltkriegs, das war ja hier richtig Hochsicherheitsgebiet. Und der Alessandro ist gleich hier und der schreckt mich. Ich weiß das. Der ist gleich hier irgendwo. Nee, zum Glück nicht. Ja! Ja, ich komme sofort. Ich zeige den Leuten noch eben hier einmal die Aussicht. Also, er hat mich zum Glück nicht erschrocken. Er ist auf dem Dach und möchte, dass ich aufs Dach komme. Oh! Krass, hier nimm mal. Oh, das war zu hoch. Das war zu hoch. Wow. Warte. Also wir sind wirklich auf dem Dach. Nur mal, ich mach das mal, weil Jörg sich nicht traut. Achtung. Habe ich schon. Vertiefungen. Na, siehst du die Vertiefungen hier?
Das sieht wieder aus wie Gräben oder Einschläge von... Bunker. Da ist ein Bunker. Leute, da ist ein Bunker. Er hat einen Bunker entdeckt. Das ist ein Ausgang? Ja, Not. Verdeckungsgraben hier. Läuft mal die Decke leider ganz hell? Ja. So Leute, ich erkläre euch mal ganz kurz die Funktionsweise von diesem Bauwerk. Das ist nämlich ein Deckungsgraben. Und das, was wir hier an der Seite, hier auf dem Fußboden sehen, zeig mal. Das hier sind die Fundamente für die Sitzgelegenheiten. Hier waren natürlich Bretter oder ähnliches drauf. Und dann hatte man hier die Möglichkeit, während eines Luftangriffes oder Artillerieangriffes hier in Deckung zu gehen. Das nennt man Deckungsgraben. Und wir gehen jetzt weiter. Komm mit. So, meine Leute, also. Ich hoffe, bisher hat es euch gut gefallen. Wir haben hier gerade noch einige Bauwerke entdeckt, auf der einen Seite und auf dieser Seite. Das bedeutet, wir haben mal grob gemessen 6 Kilometer in der Länge und ungefähr 4 Kilometer in der Breite. Ich glaube, anfangs des Videos habe ich ein bisschen was anderes erzählt, aber das sind ungefähr die Maße. Und schaut euch jetzt mal dieses Bauwerk an. Euch verliere ich noch meine Höhenangst. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Das Ding hier. Jörg, was ist das? Ich weiß es nicht. Lass mal zusammen hingehen. Eine massive Säule. Du musst mich aufnehmen. Eine massive Säule. Und die Funktionsweise von diesem Bauwerk. Lass uns mal versuchen, die gemeinsam herauszufinden. Folge mir. Also hier sehen wir verschiedenste Gänge. Hier sehen wir verschiedenste Gänge. Vielleicht war hier mal ein Haus drauf. Und das ist über die Jahre eingebrochen. Und das hier war der Keller. Ihr seht auch hier, gibt es eine Stufe. Und... Das scheint gesprengt worden zu sein. Ja. Nur noch diese beiden Pfeiler stehen. Der Rest ist, guckt, diese beiden Pfeiler stehen. Der Rest ist komplett zerstört. Aber da hinten ist noch ein Haus. Da müssen wir jetzt dahin. Also wir haben hier nochmal einige Fliesen von der damaligen Zeit gesehen. Das bedeutet, Fliesen waren ja dafür da, dass Material nicht angehaftet ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier Material gelagert wurde, was entweder fließend, also beweglich sein sollte, oder aber, dass sich hier keine richtig großen Rückstände anhaften. Richtig krasse Location. Ja, meine lieben Freunde, das war es auch schon fast mit diesem Video. Wir waren hier in der sogenannten Munitionsfabrik Christianstadt. Das war in der Nazizeit natürlich geheime Reichssache, die womöglichst geheimnisvollste Munitionsfabrik überhaupt. Es war auch die größte Sprengfabrik, die wir in Deutschland in der Nazizeit damals hatten. Und ja, bis auf diese einigen Gebäude, die wir hier in diesem Video gezeigt haben, ist der Rest komplett auf militärischem Sperrgebiet und der Zutritt ist weiterhin verboten. Es gab schon einige Anfragen seitens ZDF und Co., aber die haben auch keine Drehgenehmigung auf dem Sperrgebiet bekommen. Es scheint also wirklich, dass man hier noch die Relikte und die Geschichte aus der Vergangenheit vertuschen möchte. Interessant auf jeden Fall die Erkenntnisse, die wir hier auf dem legalen Gelände bekommen konnten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß
Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Das Gelände hat uns richtig Freude bereitet. Wir haben tief in die Geschichte einblicken können. Und wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da. Mit diesen Bildern bin ich raus. Ich bin euer Random Life.